Hallo und willkommen zurück zu Immortal Redneck. Genau. Und ja, wir werden dieses Mal entsprechend mit Knife los. Und eigentlich ziemlich genauso aufgestellt wie beim letzten Mal schon. Und hoffentlich dieses Mal dann erfolgreicher. Was halt auch, was ich ja beim letzten Mal, beim vorletzten Mal auch erwähnt habe, sehr stark abhängig von den Schriftrollen ist. Wenn man da einfach Schrott bekommt, dann ist man ziemlich schnell im Eimer. Vielleicht ist es sogar gut, wenn man die gar nicht einsammelt. Weil es wirklich halt auch, also ich habe das Gefühl, dass die schlechten Schriftrollen deutlich schlechter sind, als die guten Schriftrollen gut sind. Ja. Moment. Where's the ammo store? Na, war vielleicht nicht der optimalste Kampf, aber schlussendlich hat alles funktioniert. Hätten wir wahrscheinlich schneller haben können. Wurscht. Gehen weiter. Na. Aua. Stirb. Ah, ich hasse euch. Ups. Ja. Das Ding ist auch nicht verkehrt. Leben. Die Sniper mag ich halt nicht, weil das Zielen einen aus dem Konzept bringt. So. Hup. Da war noch eine Tür. Da sind die Potato-Wachen. Oder die Birnen-Wachen oder so. Autsch. Sammeln wir mal ein. Okay. Blulum. Und schwupp. So. Da geht's auch noch weiter.
Tu dir nicht weh! Ich weiß nicht genau, wo da die Kiste ist. Aber wie in den meisten Fällen denke ich halt nicht, dass sich das lohnt. Wobei das vermutlich noch eines der Teile ist, wo es am einfachsten geht. Ich kann es ja mal ausprobieren. In die Mitte runter. Und damit ist es gescheitert. Ach, da unten wäre es gewesen. Ja gut, aber da kann man zumindest nicht so viel verlieren. Da muss man einfach nur zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Stelle runterspringen, dann passt das. Kommt doch von oben, oder? Keine Ahnung. Jo. Jo. So, dann gehen wir mal da rechts lang. Autsch. Was ist denn das? All out of ammo. Where's the guns or us when you need one? Und wupp. Aladdin. Hier kommen wir nur wieder zurück. Na, das war doch, aber... Okay, dann gehen wir da rein. Na, das hier ist wieder so eins, wo diese... diesen Gegner sind. Moment! Ja. Ja. Verdoppelt deine Chance auf einen kritischen Treffer. Ich weiß gar nicht, wie hoch ist denn die Chance? Oh, 40% jetzt. Erhöht Verteidigung. Oha. Wie viel haben wir da jetzt? Death 4% ist immer noch scheiße. Ich weiß jetzt nicht, was der Standardwert ist. Ich glaube aber, der Redneck-Charakter, der hatte schon 20% oder sowas und der Charakter ist dann ins Negative gegangen. Naja. Aber das sind schon mal auf jeden Fall sehr gute Boni. Und ich glaube, da gibt es ganz oben eine Kiste, oder? Also ist der Raum vielleicht gar nicht so schlecht. Jawohl. Und noch, ne? Du kannst die nächsten Schriftrollen ablehnen. Da muss ich mal drauf achten, wie das genau aussieht. Und da war noch eine zweiläufige Pistole, glaube ich. Oder eine Schrotflinte, aber die brauche ich auf jeden Fall nicht. Da hoch. Mhm.
Ja, das Messer ist gar nicht so verkehrt, weil es halt auch ziemlich üblen Schaden macht. Das war's auch hier schon. Autsch. Und. Butsch. Den soll der Falke holen. Sehr schön. Also noch mal eins. So. Da hinten. Gucken wir mal nachladen. Das Messer, das fliegt auch noch recht schnell. Man muss halt nur gucken, dass man beim Loslassen das Ziel anvisiert hat. Wechseln wir mal. Ha. Den einen Typen da unten, den hatte ich noch nicht getötet. Und wieder runter. Okay, wir müssen da lang. Der hatte Ammo. Die könnten wir auch noch mitnehmen. Da lang. Oh, da ist die Waffe wieder gut. Okay, da haben wir so ein Dingen. Da sind wir doch gut durchmarschiert. Dann gehen wir nochmal zurück und machen die anderen beiden Räume noch. Ja, ich habe jetzt noch den Double Jump. Oh, okay. Okay, da haben wir noch eine Schriftrolle. Schauen wir mal. Verfluchter Vorteil, erhöht deinen Angriff, aber du kannst nur eine Waffe tragen.
Oh. Da hat sich einer noch hintergesetzt. Ja, das ist nicht so cool. Aber auch kein Drama. Tranquilizer Gun. Dafür habe ich allerdings jetzt die falschen Waffen eigentlich. Da bräuchte ich ein ordentliches Maschinengewehr oder so. Aber, also, das hier ist zwar auch nicht verkehrt, aber das ist halt nur im Nahkampf gut. Könnte mir halt jetzt recht schnell auch die Ammo ausgehen. Naja, gerade auch in so einem Fall. Das stößt Feinde weiter zurück, was? Ja, man kann halt die Waffe nach denen werfen. Können wir hier mal für den einen machen. Quatsch. Aber ist natürlich nicht so wahnsinnig effizient. Wir haben 13 Schuss. Ja, ist nicht so cool. Was war das mit Feinden zurückstoßen? Schwere Kugeln. Also wenn wir die dann normal treffen. Ich glaube, ich werde mal gerade eine andere Waffe holen. Selbst mal die danach wieder austauschen. Weil mit dem 13. Schuss rumzulaufen. Das ist auch nur 5. Ja, aber es sind 5 Kills. Das hier ist erstmal nur eine Kiste. Ah, das ist ein Potato-Werfer. Fleisch gibt ja auch Munition. Nice. Bump. Naja, da bin ich kein Freund von. Jo. Ammo. 18 Schuss haben wir jetzt. Ja, ich meine, die Waffe ist schon nicht verkehrt. Uns fehlt noch der eine Raum dort, oder? Hier oben. Nee, da waren wir auch drin. Okay. Ja, dann können wir mal weitergehen. Ja, schön wäre halt ordentliches Maschinengewehr. Oder, ja, weiß nicht. Es gibt schon so ein paar Waffen, die ganz nett wären. Die sind jetzt mit dem Messer vielleicht nicht so optimal. Ich hole erstmal das Geld. Ammo.
Okay. Mehr Ammo. Budabum. Naja, der Doppelsprung ist schon nett. Das hier ist ein Schrottraum. Also selbst wenn ich die hier alle umgebracht habe, kriege ich halt die Sachen von denen nicht. Shit, das war zu hoch. Und das war zu weit. Da sollten wir uns auf jeden Fall die Ammo holen. Und dann gucken, dass wir irgendwie wieder hochkommen. Da könnte man eventuell hin. Ja. Na gut, mit dem Doppelsprung sollte das auch so oder so gehen. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt muss ich eigentlich... Ah, okay, da ist was. Aber Fleisch gibt auch Munition. Wenn man nicht trifft, nutzt es nichts. Ja, das ist auch fies. Ja, eigentlich wäre es blöd, das mit der Waffe zu machen. Na, okay. Der droppt Munition. Machen wir das halt trotzdem mit der Waffe, um nicht hier ewig zu warten. Die haben zumindest ordentlich was gedroppt. Das ist auch wieder so ein Schrott. Schrottraum. Piu piu. Hier noch wählen, da haben wir noch. Da ist die Schriftrolle. Na, das ging doch. Erhöht Verteidigung nochmal. Ja, es ist aber so wenig, dass das dann eigentlich auch keinen Unterschied macht. Okay. Okay, dann gehen wir zurück in den großen Raum.
Ja, ich muss irgendwie schauen, dass ich eine bessere Waffe finde. Die hier hat keine Zukunft. Ja, jetzt auch wieder die Frösche. Auch sehr doof. Sehr ungünstig. Ah, hier kriegen wir zumindest, ups, wieder ein bisschen. Das Messer hat noch den Vorteil, dass man nicht nachladen muss. Aber nicht weiter, also wieder zurück. Da lang. So ein Mistgegner. Sehr gut. Ja, dass die mich treffen, ist halt leider so gut wie unvermeidbar. Wow. Wow. Die haben mich weggepusht, da wusste ich gar nicht, dass sie das können. Na, also langsam habe ich halt ein Problem. Keine Ammo mehr. Ah, da ist Ammo. Drei Angriffe. Jetzt kommen wieder Frösche. Na ja, toll. Ja. Na? Hätten wir diese Fähigkeit nicht, wäre das jetzt ein bisschen fatal. Aber das ist jetzt natürlich auch nicht so wahnsinnig effizient. Wir könnten auch die Hand werfen. Wow, okay. Hat sogar besser funktioniert als gedacht. Ich glaube, ich habe aber niemanden getötet damit. Aber zwei getroffen. Batsch, batsch, batsch. Ah, okay. Machen wir das in dem Fall so, solange wir halt keine Ammo haben, sparen wir, oder wenig, sparen wir uns das mal. So. Die Gegner konnten ja da eh nichts. Das wird jetzt allerdings
Na, ja, wobei. Shit. Ja, meine Hitpoints, das ist nicht sehr zuträglich. Das ist auch ein schlechter Raum. Das hier geht, glaube ich. Ne, diese Gegner waren auch sehr suboptimal. Wo kommt denn der her? Sparen wir hier ein bisschen. Wunderbar. Ich dachte eigentlich, dass ich die Waffe wieder aufgenommen hätte. Bam, bam, bam. Ein Haufen Geld. Butsch. So. Ah, einer ist noch da. Ne, zwei. Na, den werde ich aber auch dann. Da kommen wir hier dran. Naja, den werde ich auch mit dem Falken töten und gucken, ob der was droppt. Ja. Wobei ich nicht weiß. Ah, doch. Ich glaube, dann hätte ich eben auch schon mehr haben können, wenn ich zuerst den Dagger und dann dann erst die Ammo aufgesammelt hätte. Mistgegner wieder. Oh, da liegt Munition. Never daneben. Vielleicht hatte ich den einen sogar getötet. Ich glaube. Na doch. Nice. Okay. Na dann. Tu dir nicht weh. Ja, das ist auch sowas, was ich niemals schaffen werde. Da hinten ist aber eine Tür.
Tut er nicht weh? Ich habe mir da gar nicht weh getan. Aber ja, ist schon gescheitert. Bah. Mhm. Ich habe eigentlich mit Fröschen gerechnet. Die kriegen wir jetzt. Okay, die können wir wieder umwerfen. Aber na, 16 Schuss sind schon okay. Shit. Okay, hat einen da unten erwischt. Hier ist nichts mehr. Doch. Dann haben wir nur noch die kleinen hier unten. Und einmal Ammo. Ah. Ja, shit, da hätte ich auch wieder zuerst den Dolch dann einsammeln sollen, dann hätte ich 18 gehabt. Dolch! Okay. Dann gehen wir nochmal in die hier rein und dann bis hinten durch. Das war aber ein Schrottraum. Naja, es geht eigentlich. So, erstmal gucken wir mal, dass der hier spawnt. Dann haben wir den. Autsch! Shit. Ja, war schon nicht gut. Segen lässt schlechte Schriftrollen verschwinden. Ah, jetzt können wir wieder alle Waffen nehmen, oder was? Ich weiß nicht, ob die schlecht war. Als schlecht zählt einfach nur. Ach, da ist noch einer. Mhm. Ja, das hat sich dann doch als schlecht herausgestellt mit dem Raum. Ah, das hier ist so eine Kiste, sehr gut. Vielleicht kriegen wir hier auch, das sind sogar zwei Kisten, vielleicht kriegen wir hier eine Waffe. Naja, okay, die Schriftrolle zählt nicht. Als Schleier, da haben wir zumindest mehr Ammo. Könnte vielleicht
sinnvoll sein. Na, die fliegen halt so langsam. Aber das tun die hier, glaube ich, auch. Naja, ich meine, ich kann die ja noch nicht mal. Naja. Ja, dann nehmen wir die. Das ist halt auch eigentlich doof. Ich glaube, insgesamt wären wahrscheinlich die hier immer noch am besten. Ja. Naja, ich bleib dabei, auch wenn es wahrscheinlich ungesund sein könnte. Die kriegen mich auch jedes Mal hier. Das ist auch so eine Schrottwaffe. Okay. Da unten haben wir noch einen Raum und dann ist durch. Naja, gut, Geld habe ich gesammelt, aber mir wäre es halt auch ganz recht, wenn wir mal den Boss töten könnten, den ersten, um da mal ein bisschen weiterzukommen. Wobei es schlussendlich keinen Unterschied macht, wenn ich direkt danach dann verenden sollte. Wobei, ich glaube, der droppt auch Zeug. Okay, das machen wir am Schluss. Machen wir erst die Sachen, die direkt gefährlich sind. Ja. Den habe ich nicht gesehen. Gucken wir mal, was wir hier von einsammeln können. Oh, schön. Ja, und dann dieses Ding halt. Shit, das hat nicht funktioniert. Ach, wenn die dagegen laufen, kriegen sie auch Schaden. Ja. Ja. Ist okay, haben wir jetzt 18, hat man sowieso nicht bekommen. Okay, das war's. Nächste Ebene. Und da müsste ich mal gucken, dass ich dann neue Hitpoints komme. Denn da der Eingang? Ah. Na gut.
Manche Waffen können dir auch Schaden zufügen. Ja, dritter Stock. So. Na, der ist auch nicht nett. Na, shit. Dumm. Einer ist da draußen anscheinend noch. Da können wir auch einfach den Falken draufjagen. Schnapp ihn dir da hinten. Der ist zu fett dafür. Na, das hat mir dann auch nichts gebracht. Na, immerhin dafür keine Ammo verbraucht. Dann, jo, weiter. Einfach nur Kiste abholen, das kann ich. Dein Angriff wird stärker. Ah, hier kann ich nehmen und verwerfen. Okay. Wird stärker, solange du nicht daneben schießt. Okay. Ja, es ist gut, aber falsche Waffe dafür. Also wenn ich hier ein gutes Maschinengewehr finden würde, da wäre ich gleich wesentlich besser aufgestellt. Was war da unten? Hm. Aua! Du kannst nicht das Nachladen unterbrechen, wenn du die Waffe änderst. Was? Ist nicht das Nachladen unterbrechen, wenn du die Waffe änderst? Okay. Ja gut, kann ich mit leben. Vor allen Dingen, wenn ich nicht nachladen muss. Mal, ob wir da dran kommen, ja. Gut. Da oben ist nichts, oder? Nein. Dann zurück. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. So. Lass mal hier rein.
Na, es ist sehr schade, dass man da nicht drankommt. Es macht keinen Sinn, dahin zu springen, um sich das Fleisch zu holen. Wenn ein Schuss misslingt, verlierst du eine zusätzliche Kugel. Nein. Das müssen wir verwerfen. Okay. Ja, da hätte ich schon einfach abwarten sollen. Ah, ja, die Waffe ist jetzt auch gar nicht so schlecht, glaube ich. Haben wir aber jetzt auch nicht wahnsinnig viel Munition von. Ich glaube, da... Na, mach mal so. Keine wahnsinnige Verbesserung, wenn überhaupt. Aber... ich will da runter. Oh, den habe ich nicht gesehen. Den... Ups, falsche Taste. Also nicht viel Ammo drin. Schon okay, macht halt auch ordentlich Aua, die Waffe. Oh, noch mehr Ammo. Und Hitpoints. Bum, 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 bum. Gehen wir hier rein. Aha, ein Haufen Geld. Oh, wir können immer verwerfen. Na dann. Okay, natürlich, wenn wir die Schriftrollen immer verwerfen können, dann... dann können wir auch immer verwerfen. Macht sie. Da haben wir. Noch mehr Ammo, mehr Hitpoints. Und ganz oben ist sicher noch. Ja, genau, ich habe schon gesehen. Der Boden. Mal 3. Super. Doch, sieht alles ganz gut aus aktuell.
Da hinten links. Bevor ich da runter springe, machen wir den auch noch. Sauber. Jetzt wird's langsam tricky. Okay, sauber. Da ist sogar eine Tür. Wir müssen erstmal noch nicht zurück. Der hatte wieder eine Schriftrolle. Nein. Nehmen. Oder die Schriftrolle ist nach unten durchgefallen. Das ist hier doof, wenn man da hoch krabbelt. Dann nimmt der die nicht immer mit. Wow. Ordentlich Zeug. Ja, ohne dass das die Nahrung auch Ammo bringen würde, hätte ich ein Problem. Und wieder zurück. Da ist der Boss. Und das ist tatsächlich auch schon der letzte Raum. Sieht eigentlich ganz gut aus. Da warten wir gerade noch. Okay, das war dann doch dieses Mal deutlich einfacher. Aber wir haben danach noch Schaden bekommen, nachdem er gestorben ist. Weil er noch einen Schuss getroffen hatte. Du hast eine Blaupause gefunden. Mhm. Jeder kritische Treffer heilt ein wenig Gesundheit, das ist sehr gut. Und
Ja, das ist nett. Ja, das ist eigentlich das so gut wie optimale, würde ich sagen. Dann werde ich aber hier auch einen Schnitt machen, bevor das hier zu lang wird. Wir sind im Moment auf jeden Fall super aufgestellt, um hier auch noch weiterzukommen. Wir haben schon 8500 gesammelt. Ich glaube, so viel habe ich auch noch nie zusammenbekommen. Mit einem Run, auch nicht bei meinen 7 Stunden, 8 Stunden Dings. Dann, ja, schauen wir mal beim nächsten Mal weiter, wie weit wir hier noch kommen. Also, bis dann!